Herzlich willkommen zu meinem Kanal Kategorie 2.0, Version 2.0 oder Version 2, egal wie man es auffasst, also Version 2 jedenfalls. Wir werden jetzt die Rede kaufen für My Second Phase. Das heißt, wir werden die nicht kaufen, wir werden uns auch leihen. Und zwar Feldhexter. Ich habe mir ja entschieden, das für so hier Waldmieter aus Trelleborg. Das ist im Grunde egal. Lange in Laderohr ist vielleicht ganz gut. Aber wir werden uns das Fahrzeug mieten. Weil kaufen bei 84.000 aber nicht. Ja, okay. Das Fahrzeug haben wir. Wir brauchen jetzt noch ein Schneidwerk für Maisflöcke, Schneidwerke, Flüge. Da kann man nicht bei sein. Nein, ist es auch nicht. Das wir auch nicht. Jetzt bin ich. Da haben wir es doch. Sozusagen sind wir gerade blind. Wir haben es von den zwei Geräten. Das ist einmal 9 Meter, einmal 7 Meter. Krone ist mehr, ne? 10, 9. Auch 9. 9, 9, 6. Ja, aber immer noch original für Glas, ne? Warum ist das jetzt so, dass es, also ja, wir nehmen 9 Meter, das wir mieten, mieten wir mal. Jetzt brauchen wir zwei Anhänger, die das entsprechend fahren können, denn ich werde nicht alles alleine fahren können, sondern wir müssen das Prinzip fahren lassen. Ich gehe mal von zwei Fahrzeugen aus, das heißt Ladewagen nicht übers direkt, so das muss nicht sein, sondern im Prinzip was anderes, aber schon viel gehäckseltes. Eher sowas hier. Die Füllmenge ist okay. Geht was rein, ne? Aber gut. Müssen wir auch haben, ne? Wir werden das mieten. Und zwar zweimal. Zurück. Die Traktoren werden wir uns näher holen. Da haben wir es. Alles vom Glaspaket. Wir werden den Glas zuerst mal hinfahren. Wo ist die Aufnahme? Jupp. Nicht, dass wir was zeigen, was keiner hört. Also im Grunde macht es der Krone auch. Genauso wie Neuholland macht es auch. Beim LS ist im Grunde egal. Die Fahrzeuge erfüllen ihre Funktion. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Maschinen, das werden die Bauern schon kennen, die Fahrzeuge schon gefahren haben. Aber ich denke mal, die werden so im Großen und Ganzen nicht so viel nehmen. Von der Qualität her. Einziges wäre der Preis und der Wartungsintervall, die anfänglichen Fahrzeuge sein könnten, weiß ich nicht. Und denke mal, viel ist auch da geschuldet, dass man von einer gewissen Marke Stammkunde ist und dann man bleibt halt dabei, wenn man ein Fahrzeug gut funktioniert, dann wird man das nicht ändern. Wir müssen zum Anfang sowieso die erste Reihe
ja, mitfahren, also alleine. Weil, und dann werden wir entsprechend mit Großträger entsprechend versuchen, hinzubekommen. Das sollte eigentlich funktionieren. Aber nicht. Bei Mais, denke ich, können wir schon anfangen mit Hexer. Wir werden auch noch ein Fahrzeug kaufen, um entsprechend zu verdichten. Da ist ein großer Radlader ganz gut, weil der auch entsprechend das noch verteilen könnte, falls wir nicht mehr durchgefahren bekommen. Dass wir dann vorne abkippen und dann durch den Radlader reinfahren und dann ist verdichtet. So stellen wir das jetzt vor. Also die Kurzfahrer fahren die Runde, kippen das ab und fahren dann aufs Feld und holen die nächste Ladung. Also so der Fall ist. So stelle ich mir das vor. Und dann, ja, hoffen wir, dass wir schön voll kriegen. 2-3 Kilos. Und später hoffe ich, dass wir da gut Verkauf bekommen im GGH. Mit diesem Geld werden wir dann Maschinen alle kaufen, die wir dann brauchen, ne? Also zum nächsten Maishexler. Maishexler müssen wir eigentlich jedes Jahr machen normalerweise. Man muss nur schauen, welche Felder man dann nehmen könnte. Also ist der Körnermais, ne? Also Körnermais, das ist im Prinzip ein Getreide und das kann man dann nicht auf Getreide machen. Man hat dann Ertragsverluste, weil wegen der Fruchtfolge. Also in dem Sinne müssten wir an sich ein neues Feld kaufen, wo eigentlich kein Mais drauf war. Also zum Beispiel da, wo jetzt Sonnenblumen drauf war oder so, ne? Oder Raps, da kann man dann locker sagen, okay, wir werden da entsprechend, ne? So, hier haben wir das schon mal. Wir fangen oben an mit beim Silo, da werden wir anfangen. Und dann werden wir im Uhrzeigersinn fahren. Das macht der Gewohnheit. Hier rechts, das fällt natürlich schlecht. Soja, das wird Klingel in der Kasse, aber das Feld kostet 13 Millionen. Feld 13 kostet 6 Millionen, glaube ich. Naja, das haben wir noch, ne? Die anderen Felder, ja. Bis da was rauskommt, weiß nicht, das dauert noch eine Weile, bis wir die auf Erden können, ne? So. Wir müssen mit Traktoren haben, das müssten eigentlich starke Traktoren sein. Weil wenn wir ein bisschen bergauf fahren müssen, auf dem Silo, sollten wir eigentlich was abkönnen. Die müssen nicht schnell fahren, die müssen kräftig sein. Also wir haben eine Gerade, zwei Stück. Da können die Blauen fahren. Die Blauen, die sind da stark genug. Vielleicht ein bisschen das Gewicht da vorne ran. Geht mal ein bisschen Gas geben, ne? Ewigkeit laufen hier. Ich muss jetzt zwar eine Reihe Luft holen, aber das geht schon. So. Und die Blauen, 1, 2, 3. Brauchen einen. Erstmal einen. Hat das Gewicht, wie schwer ist das? 1000. Der Silo bei Reihen ist ganz gut. So. Holen wir mal den Hänger, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das ein schweres Gewicht nehmen könnten. Oh, schweres Gewicht. Wir nehmen ein schweres Gewicht. Wir kaufen mal eins. Hier werden wir eins kaufen. Schauen wir mal, was Schönes gibt an Gewichte. Ja, Radlader, Gewichte. Gewicht deswegen schwer, wenn man ein Silo gleich mit verdichten kann. 1600, 2300, 3300, 600 Kilogramm, 900, Argo 2, das kostet 2,8. 3, 500, bestimmt 1100, vermute ich mal.
800 sicherlich. 600.000 mal 100. 1004. Kann man sicherlich kombinieren, denke ich mal. Weiß ich nicht genau. Wie werden wir hier das Größere haben? 2,5 für den Fendt oder für. Wir haben so viele. 3300. Aber das Fendt, das passt nicht zusammen. Das ist immer. Das Suhr ist 2400. Und der ist 1005. Vier, zwei, drei. Nehmen wir einen Suhr von 2,4. Der muss ja auch weit fahren, ne? So, die Farben läuft man eigentlich erkennen, dass man sagt, es ist ein schweres, ne? Blau haben wir schon. Grün passt nicht. Nehmen wir es zu Glas für die Anhänger anpassend. Ja. Oh, die kaufen wir. Zwei Stück. Weil dann haben wir das optisch nicht wegen der Optik, sondern als Erinnerung. Aha, Glasfarben. Glas heißt ungefähr, wir machen damit Mais und schönes Gewicht dafür. Die Traktoren sind ganz gut geeignet für, denke ich mal, von der Leistung her. Und mit Breitreifen wird er auch entsprechend gleich verdichten. Und von daher ist es vielleicht ganz gut. Wir müssen sehen, dass wir bald ein Feld kaufen, wo wir wieder Mais machen können. Oder wir machen mal richtig Gras und richtig Silage. Ja, das wäre auch wegen der Fruchtfolge, ne? Wäre das und dann kann man ja im Prinzip mit Mais das Zeug dann auch häckseln, ne? Das Gras. Also von da war er eine Überlegung wert, nun die Fruchtfolge einzuhalten. Also nur überlegen. Also Gras wäre eine Option. Und dann machen wir mit entsprechenden anderen Gebiss vorne Gras rein. Weil die anderen Felder kaufen, denke ich mal, wird nicht möglich sein. Ich weiß ja nicht, wie viel rauskommt. Das ist ja, was ich mal schätzen muss jetzt. Ne? Ich meine, das Feld ist schon sehr groß. Also das, ich glaube, 38 Hektar, da kommt schon was raus. Optimal gedüngt, denke ich mal, von der Fruchtfolge wird auch optimal passen. Habt ihr eigentlich so ausgewählt, dass es optimal passt? Eigentlich. Weil ansonsten müssten wir im nächsten Jahr überall was anderes reinbringen. Ne? Von Raps würde ich dann machen, teilweise. Weil das kann man schön im Herbst aussehen und hat man früher relativ früh die Ernte. Ja, das wäre eine Option. Ne? Und eine zweite Erde bekommen mit Gras, ich weiß nicht genau, ob das klappt. Das hängt davon ab, wie schnell wir das ernten können, ne? Und wie feucht das Jahr ist an sich. Denn wenn das nicht feucht genug ist, wächst Gras auch nicht. Und ob wir dann noch im Herbst noch Gras ernten können? Ich weiß es nicht. Also im Frühjahr sicherlich, ja. Aber auch nicht voll reif, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn Gras nicht voll reif ist, dann ist der Ertrag auch nicht so groß. Also dann ist, ja. Ob dann Sinn macht, so mal so Gewichte gleich nehmen. Natürlich glaube ich knapp umgekehrt, ne? Müsste man irgendwie rückwärts ranfahren. Weil ich komme da nicht gewendet, also. Normalerweise wollte ich vorwärts vorne rannehmen, aber das war so einfach nichts. Aber das können wir tauschen. Das können wir ein bisschen drehen, ja. Ich
Mann, die sind ja schön wendig, ne, mit ihrer Lenkung. Ich meine, das würde auch gehen, hinten ein Gewicht ran, ne? Dann wird es besonders stark verdichten am Silo. Ah, das geht nicht. Gut. Ich dachte, das funktioniert. Sicherlich mit Anhänger vielleicht der entsprechende Dings hat, andere Anschlüsse. Dass wir nur noch ein klares Traktor haben, ne? Oder das wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt extra einkaufen würden. Aber wahrscheinlich, ja. Da kann man drüber nachdenken, ja, und, wenn wir das Geld verdient haben mit Mais. Eine Zwischenfrucht, aber das ist ja das Problem, wir haben ja höchstens als Zwischenfrucht hier, ja, hier die andere Sorte hier, das Unterflügen ist. Aber so, man müsste so eine andere Sorte haben, die man noch einpflanzen könnte und dann entsprechend, im Herbst noch entsprechend, als, naja, als Gras oder so ähnlich, dass man reif werden würde, was schnell wachsen würde. Haben wir nicht. Vollgas voraus. Immer noch ein. Ja, wir fahren gerade mal zum Feld. Selber kommt nicht weit voran. Ne? Also das ist ja leider so. Also wenn man viel fahren muss, so wie jetzt, und noch umfällt, ja. So war das nix, Junge. So, liebe Schauer, das soll es gewesen sein für heute. Ich sage mal Tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Ne, hat doch mal geklappt. Dann sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben Pech gehabt, ne? So, ich danke fürs Reinschauen. Ich danke fürs Abonnieren, fürs für alles. Ne, und schaut doch mal morgen wieder rein. Tschüss.